Beispiel von der Holzstelle Eglisee mit dem Tramli zum Bahnhof SBB. Darum habe ich den Zweier genommen. Vor dem Bankverein ist eine Durchsage durchgegangen. Die Leitstelle von der BVB ist dran. Wir verlassen jetzt die Schiene, bitte schnallen Sie sich an. Als der nächste Fass aussitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Etwas, was glaube jedem klar ist, dann zahlst du mehr Steuern, wenn du bar bist. Darum wäre es gar nicht so absurd, wenn man die Heiratsstrafe abschaffen würde. Ich finde, als wenn du geheiratet bist, die Strophe eigentlich schon genügend groß ist. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal geschätzt. Bei uns, da gibt es kein Rotkraut mehr. Auch Krautstiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Rhabarberweihen kannst du glatt vergessen. Äpfli und Riebli haben wir schon lange nicht mehr gegessen. Ja, wie wir jetzt Gemüse wieder in der Mikro kaufen, seit einem Dorf durch die Schrebergärten laufen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display noch mal spitz. Das ist der Keller. Das ist die vom Baudepartement. Hat beim Bauen meistens zwei linke Hände. Sie baut und baut und baut und schwitzt, bis jeder Balken richtig sitzt. Viel schneller und mit mehr Verstand macht das im Zolli der Elefant. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal geschwitzt. Frau Meier, dreht den Gundeli mit dem Hundeli herunterli. Jetzt hat Frau Meier dem Hundeli ein Windrad auf den Rückenbundeli. So produziert sie auf den Rundeli 3 Kilowatt pro Stunde. Als der nächste Vers sitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Kaum muss das Bädli die Erde verloren, ist sie ja gerade in den Himmel gekommen. Seither ist sie dort rumgerannt und sucht, ob sie jemanden kennt. Einen hat sie noch nicht gefunden. Der Papst Benedikt ist 2 Stück weiter unten. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal geschützt. Schrauben, ja, da lachst du hin, sind auch an dieser WM gesehen. Was der nächste Tag ist, Sommaruga hat gemeint, wir sollen zusammen unter die Dusche. Seit der Dusche mit meiner Nachbarn im Muschi. Sie kommt vom Baden unten rauf und ja oder no, ist meine einmal früher heimgegangen und findet uns beide unter der Dusche. Seit der Dusche im Baden wieder rüsch. Awesome.
Der erste fährt mit dem Auteli hin und her. Der zweite spielt mit dem Teddybär. Der dritte lässt den Boden so einsausen. Der vierte und der fünfte machen schon wieder Pause. Der sechste tiebt auf der Flöte stille Nacht. Der siebte hat in die Hose gemacht. Der achte, der möchte im Bierchen malen. Der neunte, der Gokobäugle zu holen. Der zehnte spielt mit, will mit dem Tschutschubähnli fahren. Der elfte spielt mit dem Feuerwehrkarren. In 10 Minuten, Buben, sind wir bereit. Dann fängt das Training an, hat der Heiko Vogel gesagt. Wir hätten noch einen aktuellen. Ja. Wollen wir ihn hören? Ja. Dann kannst du ihn zeigen. Gestern hat es mir vor Angst alles zusammengezogen. Es ist so ein Spionageballon oben durchgeflogen. Wie alle richtigen Eidgenossen habe ich Sturmgewehr geladen und sofort geschossen. Dann habe ich den Schücker erklären müssen, wo mich mitten in der Nacht auf den Mond schiessen will. Meine Damen und Herren, schöne Fasnacht.